Herzlich willkommen, hier spricht Gö Stettler. Ich habe die Ehre, die Strecke von Dijon vorzustellen. Es ist diese berühmte Strecke, wo 1979 die letzte Runde zwischen Villeneuve und Arnoux stattgefunden hat und den zweiten Platz. Chabouille hat damals gewonnen. Da kommt eine lange Gerade und dann gibt es eine schwierige Anbremsphase runter in den zweiten. Man muss da gut ausbalancieren, sonst wird der linke Reifen zu stark beansprucht. Dann ein Geschlängel und dann kommt eine Anbremsphase, nach außen neigende Kurve. Ups. Dann kurze Beschleunigung, die Haarnadel hoch. Da muss man versuchen reinzurollen und dann das Beschleunigen ist dann auch wieder sehr los wegen der Bucht. Dann geht es nach links. Dann kommt noch die Doppel rechts. Auch die beanspruchen den linken Vorderreifen sehr. Und noch einmal kurz vor der Zielgeraden. Eine lange Kurve und dann optimal rausbeschleunigen und das Tempo mitnehmen. Und hier auf der Geraden, da wird es dann Windschattenschlachten geben. Ich freue mich schon aufs Rennen. Viel Spaß, liebe Zuschauer.